Es ist eine Katastrophe. Und da springt ein wirklich das Chaos an, wie ihr seht. Aussortiert. Guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich begrüße euch heute aus unserem Schlafzimmer, wie man erkennen kann. Und es soll nämlich heute um diesen kleinen Jungen da gehen. Kleiner Junge, keine Ahnung. Man sieht es ja jetzt gerade zu Beginn des Jahres sehr, sehr häufig, Kleiderschrank ausmisten Videos, und auch ich reihe mich mal wieder hiermit ein. Ich habe nämlich, ich glaube letztes Jahr auch zu Jahresbeginn, auch so ein Video gemacht, habe ich nämlich auch schon meinen Kleiderschrank aufgeräumt und ausgemistet, und es ist mal wieder an der Zeit, und zwar ganz, ganz dringend. Ihr werdet es gleich sehen, warum. Es ist eine Katastrophe. Ich zeige euch mal, ja, wie der Kleiderschrank, also mein Kleiderschrank, aktuell von innen aussieht. Machen wir mal auf. Boah, und da springt ein wirklich das Chaos an, wie ihr seht. Also die Fächer waren eigentlich mal geordnet nach ganz unten Schlafanzüge, Hosen und Röcke, T-Shirts, Pullover, Kapuzenpullis und so, Sportkram und so. Und es ist mittlerweile alles total durcheinander. Hier bei den T-Shirts liegen Pullover und da sind auch, lagen zwischendurch auch mal andere, ach ja genau, Blusen, gar nicht wahr. Das sind Blusen, das hier waren Hosen und Röcke. Siehst du, habe ich mich selber vertan, weil hier nämlich Röcke mit drin liegen und ein Kleid. Und wie gesagt, also ihr seht, es muss ganz dringend Ordnung her. Es ist halt so, dass ich aufgrund der Schwangerschaft sehr, sehr lange ganz viele von meinen Klamotten nicht mehr tragen konnte, weil sie mir einfach nicht gepasst haben. Und dann sind halt neue Sachen eingezogen, die halt ein, zwei Nummern größer waren. Und mittlerweile passe ich halt eigentlich ganz gut in meine alten Sachen wieder rein. Aber ich weiß es nicht ganz genau. Es sind halt ganz viele Klamotten, die ich ewig nicht mehr angezogen habe, weil ich einfach nicht weiß, ob sie mir noch passen. Oder die ich einfach, weil ich sie so lange nicht getragen habe, komplett vergessen habe. Ich weiß teilweise gar nicht, was noch alles hier in meinem Kleiderschrank noch schlummert an möglicherweise sehr schönen Klamotten. Und deswegen möchte ich jetzt einfach mal radikal ausmisten. Alles, was ich mir nicht mehr vorstellen kann zu tragen, kommt raus. Alles, was mir nicht mehr passt, weil es zu klein ist, kommt raus, weil ich denke, es ist einfach unrealistisch. Wenn ich jetzt nicht reinpasse, werde ich auch in demnächst nicht mehr reinpassen. Deswegen kommt das einfach raus. Sprich, ich werde auch ein paar Sachen anprobieren müssen. Und ja, wie man das halt so macht als YouTuber, dachte ich, ich nehme dabei die Kamera mit und dokumentiere das Ganze ein bisschen. Und ich erhoffe mir einfach, dass ich danach erstens einen ordentlicheren Kleiderschrank habe, einen übersichtlicheren Kleiderschrank, ganz viel soll weg. Vor allem bei den Schlafanzügen muss ich oder möchte ich auch ganz dringend aussortieren. Und ja, aber wir legen jetzt einfach mal los. Ich werde erstmal alles komplett ausräumen und mir dann nach und nach Haufen machen mit Sachen, mag ich. Einen Haufen mit Sachen mag ich überhaupt nicht mehr, und dann einen Haufen mit Sachen muss ich anprobieren, um zu gucken, ob es passt. Ja, und damit legen wir jetzt los. Weil es einfach zu viel war, habe ich jetzt doch erstmal nur die obersten drei Fächer erstmal entleert und durchsortiert. Das sind alles Pullover oder beziehungsweise halt langärmelige Oberteile, die bleiben, die ich gerne mag. Das sind Sport-T-Shirts, die behalte ich auch auf jeden Fall, die mag ich nämlich eigentlich auch gerne. Das ist Ski-Unterwäsche, also lange Unterwäsche, die werde ich in meine Wäscheschublade packen, die kommt jetzt woanders hin. Und das sind zwei Umstands-T-Shirts, da muss ich mir auch irgendwie ein Plätzchen für überlegen, wo die hinkommen. Die sehen jetzt halt einfach unförmig an mir aus, deswegen trage ich die auch nicht mehr so gerne.
Das hier sind T-Shirts, die ich behalte. Da sind ja auch noch mein Abi-T-Shirt bei. Das trage ich nicht mehr, das ziehe ich überhaupt nicht mehr an. Aber ja, aus nostalgischen Gründen kann ich mich davon einfach nicht trennen. Und es sind ganz viele T-Shirts und Oberteile. Und ich habe ein T-Shirt dabei gefunden, das muss ich diesen Sommer gekauft haben. Und zwar ein ganz normales rostrotes. Und es ist einfach so weit in meinem Kleiderschrank verschwunden. Ich glaube, ich habe es kein einziges Mal getragen. Vielleicht einmal. Ich hatte das total vergessen. Also wirklich, es kam mir gerade entgegen und es war so, ach krass, das habe ich auch. Habe ich vergessen. Ja. Genau, wie gesagt, das sind alles T-Shirts, die bleiben. Und das, dieser Haufen hier sind Klamotten, die ich anziehen möchte, um zu gucken, wie sehen die an mir aus und gefällt es mir und möchte ich sie behalten. Bei diesem Pulli hier zum Beispiel bin ich mir sehr unsicher. Den habe ich in der Schwangerschaft gekauft. Ist eigentlich auch ein Umstandspulli, aber überhaupt nicht so geschnitten wie Umstandskleidung, sondern eher wie so ein ganz normaler Pulli, halt so ein bisschen weiter. Ich habe den auch echt häufig angezogen, aber ich muss sagen, er macht mich nicht mehr besonders glücklich, aber irgendwie kann ich mich auch nicht so ganz von ihm trennen. Deswegen ziehe ich den einfach mal an, um zu gucken, wie er aussieht. Und dieser Riesenhaufen schon allein habe ich aussortiert. Das sind alles Kleidungsstücke, die wegkommen, die mich nicht mehr glücklich machen. Ein Teil wird in die Altkleidertonne wandern. Und ein Teil werde ich, die sind fast wie neu und ungetragen. Dieser hier zum Beispiel, den habe ich ganz selten angehabt. Den werde ich gucken, dass ich das verkauft bekomme, vielleicht bei Kleinanzeigen. Zwischenstand. So sieht es jetzt aus. Also, unten bei den Schlafanzügen habe ich ganz viel aussortiert. Hier sind jetzt drei Schlafanzüge, aber einer halt mit einer kurzen Hose, es ist ein Sommerschlafanzug. Und vier Jogginghosen habe ich behalten. Und da hinten sind noch zwei so ganz Körper-Jogginganzüge sozusagen, die behalte ich auch. Dann haben wir hier Röcke, die man auch im Winter anziehen kann. Meine Hosen und Leggings. Das sind jetzt nur noch zwei Leggings, zwei Stoffhosen und ich habe noch Jeans in der Wäsche und ich habe ja auch eine an. Hinten sind die Sommersachen, Sommerhosen, Sommerröcke. Und da ist jetzt halt eine Umstandsjeans, die ich noch lange getragen habe und ich weiß gar nicht mehr, noch was anderes, dass ich jetzt nicht so, ach so ein paar, genau, eine Sporthose noch und so. Hier sind jetzt Blusen oder so Hemden und dünnere Oberteile, T-Shirts, Spaghetti-Träger, die ich eigentlich immer unter Pullis drunter ziehe und hinten meine Sportshirts. Hier kommen Pullover hin, also es sind auch noch ganz viele in der Wäsche, sämtliche Wollpullover und so. Und oben sind jetzt Kapuzenpullis drin. Aber es sieht jetzt teilweise sehr wenig aus. Da kommt aber noch mehr rein. Wie gesagt, Sachen, die in der Wäsche sind. Und das ist mein Haufen an Klamotten, die ich anprobieren muss. Da sind ganz viele Sachen bei, wo ich einfach nicht weiß, ob ich sie wirklich behalten möchte oder nicht. Wie zum Beispiel halt hier so Jeans-Shorts und so. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich sowas wirklich noch anziehe. Ich glaube eher nicht, aber ich muss sie, glaube ich, anziehen, um dann zu sehen, nee, sieht scheiße aus, um sie dann guten Gewissens wegtun zu können. Und das ist der Haufen mit aussortierten Klamotten. Er ist noch größer geworden und ich bin wirklich happy. Guck mal, wie viel das ist. Und genau, ich mache mich jetzt erstmal hier ans Anprobieren dieser Sachen, die da liegen. Und dann geht es nämlich hier ran an alle Sachen, die hängen. Da sind Kleider. Das sind auch Mäntel, sehe ich gerade. Und Blazer und noch ein paar Röcke. Und oh, ja, da muss ich auf jeden Fall auch mal durchgehen. Eine Weile später. Ich habe sehr viel anprobiert. Und der Riesenhaufen mit Sachen, die anprobiert werden müssen, hat sich auf diese paar Teile reduziert. Das sind zwei Hosen,
einmal so eine, ja, so eine, eher so eine Business-like-Hose. Die habe ich nicht einmal angehabt bisher. Die habe ich mal gekauft, weil ich mit einer früheren Arbeitsstelle auf eine Messe fahren musste. Und da musste ich halt ein bisschen schicker sein, aber letztendlich habe ich die dann gar nicht getragen auf der Messe. Und das ist eine, so eine beschichtete Hose. Die sah auch echt ganz cool aus und die passt mir auch noch gut. Dann, das sind Sommersachen, kurze Sommerhosen bzw. eine lange weiße Leinenhose. Ein Oberteil, das hat mir angezogen auch noch ganz gut gefallen, obwohl es mittlerweile schon echt alt ist. Dann habe ich hier drei Pullis. Den hier mag ich, der ist mittlerweile leider ziemlich eingelaufen, aber sieht trotzdem getragen noch ganz schön aus. Problem ist, der kratzt ein bisschen. Deswegen habe ich halt überlegt, aber ich habe ihn gerade angezogen, um nochmal zu gucken, gefällt es mir und er hat mir gefallen, deswegen habe ich den jetzt behalten. Das hier ist ein Pulli. Der war eigentlich ursprünglich von Bedes, der ist aber total eingelaufen in der Wäsche, dass er mir jetzt richtig gut passt. Und den könnte ich mir nämlich mit einem bestimmten Rock, den ich habe, ganz gut vorstellen. Und darunter ist so ein ganz enges schwarzes Pulloverchen. Und in diese zwei Hemden, die habe ich anprobiert und habe mich total rein verliebt. Die hatte ich voll vergessen. Und die werde ich jetzt definitiv auch wieder öfter tragen. Das sind zwei so Hemden im Jeans-Look. Die haben beide weiße Tupfen. Das eine ist aber so hell und das andere halt ein bisschen dunkel. Das ist halt durchgeknöpft und dieses hier ist nicht ganz durchgeknöpft und beide sehr, sehr schön. Auch hier hat sich ein ganzer Haufen nochmal breit gemacht mit Sachen, die ich anprobieren muss. Es hingen auch ganz viele Blusen, obwohl ich die ja eigentlich ausgelagert hatte, dass sie nicht mehr hängen, damit ich nämlich mehr Platz da habe. Aber ja, das hier sind Blusen, die falte ich jetzt gleich noch und lege sie zu den anderen. Unter anderem halt auch dieses Jeanshemd, das ich nicht geschlossen tragen kann, aber das ich ganz gerne über ein T-Shirt einfach anziehe. Das gefällt mir mal ganz gut. Und wie gesagt, diese Sachen probiere ich jetzt an. Guckt euch mal diesen riesen Haufen Klamotten an. Das ist alles aussortiert. Das kommt alles weg, weil es mir nicht mehr passt oder nicht mehr gefällt. Bei manchen Sachen bin ich wirklich sehr, sehr, sehr traurig. Bei diesem Kleid hier beispielsweise. Das habe ich einmal angehabt. Ich finde das total schön. Das ist ein bisschen kürzer, also es ist nicht mini, aber geht halt auch nicht bis zum Knie, aber hat lange Ärmel. Ich habe das auch mal in einem uralten, das war, genau, ich habe es einmal angezogen, das war in einem ganz alten Vlog, wo wir nach Hamburg gefahren sind. Da waren wir nämlich abends essen und dann habe ich das an und ich habe es geliebt. Und es war schon damals eng. Es war eigentlich, ich habe es bei ASOS bestellt. Ihr seht das, ach genau, das gab es auch in ASOS Haul, glaube ich, da war das zu sehen. Ich hätte es eigentlich, es saß da schon, ja, knackig, ging aber. Und ich hätte es eigentlich, besser wäre es gewesen, wenn ich es zurückgeschickt und eine Nummer größer bestellt hätte. Aber habe ich nicht gemacht, weil ich zu faul zu und jetzt ist es einfach viel zu eng. Ich kriege da keine Luft mehr drin und da bin ich sehr traurig drüber. Ich werde, glaube ich, einige der Sachen bei eBay Kleinanzeigen einstellen und dann mal gucken, ob das jemand haben möchte. Das wäre sehr schön. Weil wenn nicht, wäre ich da, wie gesagt, wirklich sehr traurig drum um einige Sachen. Ja, aber letztendlich bin ich auch glücklich damit, dass der Kleiderschrank jetzt leerer ist. Hier, das habt ihr ja gerade schon gesehen. Sieht jetzt, ja, ordentlicher aus. Und hier, es ist eng vom Platz, keine Frage, weil aktuell nämlich auch noch Jacken hier drin hängen. Wir haben nämlich immer noch keine Garderobe. Da kümmern wir uns aber demnächst hoffentlich auch endlich mal drum. Und sonst hängen hier halt, also von da bis da, das sind halt alles Abendkleider. Ich habe aber auch zwei Stück aussortiert. Ich mache jetzt aber erstmal ein Päuschen, bevor ich mich ja dem Kleiderhaufen hier unten widme, um da durchzugehen, was verkauft wird. Und dann möchte ich nämlich auch relativ zügig die Sachen, die ich einstellen möchte, einstellen, damit es nicht alles ewig hier rumliegt. Das nervt nämlich auch immer ein bisschen.
Aber wie gesagt, ich mache jetzt erstmal Pause. Es ist jetzt nämlich 10 vor 1. Vor allem habe ich riesigen Durst. Ich muss erst was trinken. Ich habe ein kleines Päuschen gemacht, also wirklich nur ganz kurz. Mich kurz hingesetzt und habe jetzt gerade auch schon mal angefangen, das Essen für heute Abend zu kochen. Wir wollen heute Couscous essen. Und das, obwohl kein Sonntag ist. Normalerweise essen wir das ja meistens Sonntag. Und ja, das muss jetzt aber erstmal einfach eine Weile köcheln. Da muss ich jetzt erstmal soweit nichts machen. Und deswegen werde ich mich jetzt daran machen, die Sachen, die ich verkaufen möchte, abzufotografieren und direkt bei Kleinanzeigen einzustellen. Dann ist es nämlich erledigt und ja, wäre schön, wenn da irgendwie noch ein bisschen was bei rumkommt, weil so ein paar Euro kann man dann ja doch immer mal ganz gut gebrauchen. Hier übrigens das Couscous decken wir immer mit einem Tuch ab. Da ist das Couscous und hier unten in einem Topf wird die Soße gekocht mit dem Gemüse. Und da kann ich jetzt gleich mal einen Timer einstellen, wann ich das erste Mal rühren muss, oben das Couscous. Das mache ich nämlich immer so nach 40 Minuten. Oh, na, oh. Reagiere bitte. Hallo? Na, okay, 35 Minuten. Und ich nehme jetzt mein Handy und widme mich diesem, oh man sieht ihn nicht, aber diesen riesigen Haufen Klamotten und da ist ganz viel Chaos im Hintergrund. Das ist nämlich alles Wäsche, die gewaschen werden muss. Ich habe ja gesagt, ganz viel aus meinem Kleiderschrank fehlt einfach, weil das gerade in der Wäsche ist. Dieser Haufen an Klamotten fehlt noch, den muss ich noch bei Kleinanzeigen einstellen. Ich habe aber auch ein ganzes Stück schon geschafft. Aber es ist jetzt an der Zeit, Mino abzuholen, deswegen unterbreche ich das Ganze jetzt hier. Machen morgen weiter und ja, es kamen auch schon die ersten Anfragen zu einigen Kleidungsstücken und ja, das stimmt mich ja ganz happy natürlich. Aber wie gesagt, ich fahre jetzt erstmal los, den kleinen süßen Räuber abholen und ich freue mich ganz doll auf ihn. Was nimmt man denn für so ein Cocktailkleid? Keine Ahnung. Hat einmal getragen. Das kleine Schwarze.